Wir nennen den Kanal einfach um jetzt. Sally Freddy Kanal. Du musst auch Shipping machen, dann müssen die beiden Namen zusammen. Ja. Also Sally. Frelly. Frelly. Der es geht, Frelly. Wir sind Frelly. Frelly in Hallo, herzlich willkommen zu Frellys Welt. Das war's doch, Frelly. Finde ich gut. Was ist mein Fachbereich? Sadie. Was ist mein Fachbereich? Alles. Herzlich willkommen beim Fachbereich Alles. Voraussichtlich eher im Bereich Produkttest. Ah, er schafft es nicht, das zu verwenden. Das müssen wir anders machen. Ach, das schaffen wir schon. Heute kochen wir einen Eintopf Lancashire Hot Pot. Ein Rezept aus Nordengland, was ich auf Pinterest entdeckt habe und dachte so, oh, das könnten wir doch mal kochen. Und wir sind jetzt hier in der Küche. Den drüben in der Küche drehen wir aktuell auch noch parallel. Wir zwei, unsere zwei anderen Ichs. Die Seelen. Das ist die Seele, die haben wir stehen gelassen. Noch da drüben. Jedenfalls, glaube ich, ist es echt ein cooles Gericht und wird im Gusseisen zubereitet. Das Ganze wird auch sehr schonend gegart und eher bei niedrigen Temperaturen, wird anscheinend super butterzart und so weiter. Und deswegen machen wir es einfach jetzt parallel, weil da passt ja jetzt schon viel eine gute Portion rein, aber wir sind halt noch viel mehr Menschen da drüben. Deswegen machen wir jetzt gleich zwei Portionen. Wir zeigen euch mal die Zutaten. Also wir brauchen einen Esslöffel Butter, einen Esslöffel Olivenöl, 400 Gramm Lammfleisch, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe, etwas Mehl, Karotten, die sind bereits geschält, 500 Gramm Gemüsebrühe, einen Esslöffel Soße, ich erkläre gleich was dazu, Kartoffeln, die brauche ich nicht schälen, weil sie einfach gewaschen sind, Rosmarin, Thymian, Lorbeerblätter und etwas Butter. Das Zebra muss mit ins Bild. Diese Soße, die hier ist, das ist die Soße, die ich nie aussprechen kann. Wir hatten es gerade nachgeguckt. Worcestershire Sauce. Ah, es ist einfach, es schreibt man W-O-R-C-E-S-T-E-R Sauce. Worcestershire Sauce. So viel zur Soße und wir brauchen noch Salz und Pfeffer. Wir starten jetzt direkt, denn wir haben alle Hunger. Also einfach mal Butter und Öl rein. Butter für den Geschmack und Öl. Okay, also hier noch rein. Okay, warte mal, vielleicht schiebst du deine Zutaten auch so. Du, ich schaff das, ja? Krieg das hin, ich bin gewohnt mit wenig Platz. Und dann kann ich das schon mal erwärmen. Also das Fleisch einfach in Würfel schneiden. Sollte auch nicht so mager sein. Ich bin sofort da, ja. Es tut mir leid, ich habe es dir halt auch echt schwer gemacht und bin auf die Seite mit mehr Platz. Ich finde das gut, ich kriege das schon hin. Für mich ist es eine Challenge, weil im Prinzip symbolisiere ich gerade die Leute, die mitkochen. Aber stimmt. Halt ohne das Video anzuhalten. Stimmt. Wir kochen einfach parallel so. Ja. Auf 8 oder so. 8 oder so. Auf 8 passt. Und dann das Fleisch am besten in so 1-2 cm Würfel. Vielleicht kennt ja auch jemand von euch dieses Rezept und kann dann auch schreiben, ob wir alles richtig machen. Hast du das schon mal gemacht? Nee, ne? Nee. Okay. Du, ich habe da so ein Bild gesehen, habe mich davon inspirieren lassen. Ich habe auch ein bisschen was anders, weil ich muss halt immer so meinen eigenen Touch reinbringen. Und Rosmarin, weil ich habe einfach so viel Rosmarin im Garten, dass ich immer versuche, den einfach zu verwerten. Ist deine Mutter eine gute Köchin? Meine Mutter ist eine echt gute Köchin. Hattest du sie schon mal hier? Sie war auch schon hier. Kochen im Video? Nee. Wäre eigentlich auch mal, ja. Aber meine Mama, die ist so scheu und so schüchtern. Aber ich müsste sie eigentlich mal... Überreden. Und mit dem Papa vielleicht, so Papas Lieblingsrezept. Das ist bestimmt gut, ja. Und vor allem ist der Papa mega lustig. Okay, wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr das Fleisch anbraten. Am besten eigentlich das Fleisch vorher auf Raumtemperatur kommen lassen. Dann kann ich schon mal die Zwiebel- und Knoblauchzehen auch fein würfeln. Auf meinem wunderschönen Schneidebrett. Zwiebel, Knoblauchzehen? Ja. Ich bin gerade gleich wieder dran. Ja. Bei mir ist es warm auf jeden Fall. Ja, sieht gut aus. Ich krieg das schon hin. Das sieht gut aus. Darf ich rein? Ja. Rein und dann schön anbraten.
Also wir müssen sie schon scharf anbraten, dass sie Röstaromen kriegen. Ich hätte gleich, glaube ich, von Anfang an ein bisschen höher stellen dürfen, so wie du. Bei dir ist super. Die ist so perfekte Farbe schon. Mit Absicht. Ich muss echt sagen, bei dir sieht das Fleisch besser aus. Danke. Weil einfach mehr Hitze drauf war. Ich habe vorhin vergessen, wieder hochzustellen. Voll gut aus. Also Fleisch dann rausnehmen, wenn es schön angebraten ist. Und dann die Hitze aber gerne ein bisschen reduzieren und die Zwiebel- und Knoblauchzehen und Würfelchen anbraten. Denn die brauchen jetzt nicht mehr so viel Hitze. Achso, ja, häufig. Rösterung. Und da gebe ich jetzt einen Deckel drauf, damit es ein bisschen schmoren kann. So, jetzt kannst du hier alles reingeben. Yes, sir. Und dein Fleisch sieht echt perfekt aus. Und? Musst du da noch Öl rein oder sowas jetzt? Nö, aber du kannst einen Deckel drauf geben. Mhm. Dass es einfach so ein bisschen schmort. Okay. Und Hitze ein bisschen runter, oder? Ja, so auf 6 ist okay. Okay. Die Karotten können wir so in 5 mm Scheiben schneiden. Mhm. Die haben wir schon geschält. Dann bleiben die so ein bisschen bissfester. Und werden nicht so weich. Kriege ich hin. Vielleicht werden sie auch weich, weil wir lassen sie lange noch schmoren. Aber dann ist auch okay. Und dann, kurzer Schwächeanfall, kann ich schon mal das Mehl drüber geben, über die Zwiebeln, mit anbraten, damit die Soße gleich ein bisschen bindet. Mhm. Klappt's? Ja, alles sehr entspannt. Doch, das sieht gut aus. Was ist dein Lieblingsrezept? Von dir? Ja, also jetzt ohne Bolognese. Eigentlich, also das Eigentliche, Spätzle mit Sauerbratensoße. Ganz Spätzle. Viel Sauerrahm ist, glaube ich, von Oma. Ja. Ich habe noch nie Spätzle auf meinem Kanal gemacht. Und jetzt bist du da und ich habe einfach kein Spätzle für dich gemacht. Ich habe sogar schon mal Spätzle gemacht. Ich kann das sehr gut. Ja, glaube ich dir, so, du so Schwabe. So schwäbisch gut, wo man dann einfach nur das Badisch gut braucht. Oh. Wo man dann einfach nur die Teigmasse reinklopft und manchmal solche Teigbatzen dann hat und sagt, ja, Spätzle. Ich guck's mir an. Also guck mal, Mehl habe ich mit angebraten. Mhm. Müsste ich jetzt dann auch mal machen, ne? Und dann mit der Brühe ablöschen. Dann unsere W-Soße. Okay. Mehl mit anbraten. Ja. Oh, die sind ja schwarz. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist ein Röstaromen. Nee, das ist ein Röstaromen. Dann Brühe. Mhm. Sehr gut aus. Die Hitze kann dann auch gleich wieder hoch. Mhm. Und dann gebe ich noch die Gewürze dazu, und zwar die Lorbeerblätter, etwas Pfeffer, den Thymian nicht bitte, der kommt nämlich auf die Kartoffeln. Pfeffer, Salz müssen wir gleich mal abschmecken wegen der Gemüsebrühe. Also Gemüsebrühe, dann Lorbeerblätter. Gemüsebrühe, die Soße, die Worcestersoße. Die Wauwau. So. Lorbeer. Lorbeeren, beide. Aha. Pfeffer. Pfeffer, yes. Dann gebe ich die Karotten rein. Und stelle die Hitze jetzt doch wieder runter, dass nicht so arg kocht. Und gebe das Fleisch wieder dazu. Mhm. Damit es nur noch so ein bisschen siedet. Möhrchen hast du dann dazu getan, ne? Die Möhrchen noch, ja. Möhrchen rein, Fleisch rein. Mhm. Möhrchen rein, Fleisch rein. Pfeffer hast du? Pfeffer habe ich schon reingemacht, ja. Und Schuss Salz. Mhm. Für die Salzis hier. Ich gebe jetzt meinen Deckel drauf. Also Deckel wieder drauf. Und dann kann ich mich jetzt nämlich um die Kartoffeln kümmern. Mhm. Und die Kartoffeln einfach, gewaschen sind sie, in 5 mm Scheiben hobeln. Und das hobel ich jetzt, damit sie gleichmäßig dick werden. Okay. Damit sie gleichmäßig gar werden gleich.
Du hast so ein Hobelgerät, ne? Dass man das da oben drauf machen kann. Fingerschutz, ja, das, was da allen fehlt immer. Und dann alle immer, Und dann der Finger. Ja, ja, ist schlimm. Ja, ja. Also bitte nie ohne Fingerschutz. Nee. Hast du dich schon mal geschnitten? Zeige jetzt mal, nicht meine linke Hand, aber ist auf jeden Fall, nach einer Zeit kommt, wächst wieder nach. Oh nein. Okay. Also am Anfang mache ich immer so. Und sobald dann die Kartoffel so leicht verschwindet. Ja, aber da, du hast ja auch schon so ein Inlay dafür. Weißt du, ich würde das ja alles mit Hand machen. Weil ich habe ja nicht mal so ein Inlay. Und dann rutscht du ab. Ich habe ja so coole Gadgets. Und nach dem, brauchst du etwa Gadgets? Und nach dem, wir nutzen immer gleich auf Null drehen, okay? Damit sich keiner schneidet. Ach so. Aber ich gebe es jetzt dir rüber, deswegen drehe ich es auf. Aber wenn du fertig bist, dann auf Null. Okay. Dass wir uns beim Saubermachen nicht schneiden. Das ist nämlich auch voll die Gefahrenquelle in der Küche. Geht? Ja, ja. Einfach das abziehen, oder? Ja, es klebt wie es so, wegen der Kartoffelstärke. Ach so, ja. Wusste ich. So, dann werde ich... Ich schmelze. So erwachsen. Ja. Sorry. Ich schmelze noch die Butter. Und ich schmelze deine auch gleich mit. Dankeschön, sehr nett. Bitte. Ja, so bin ich halt. Ich bin voll nett zu dir. Also die sind von mir approved, das Gerät hier. Ja? Das finde ich gut. Ist gut? Ja. Da gibt es sogar noch so einen Einsatz. Ja, du kannst einfach drüber so mit der nächsten. Mhm. Und dann gibt es auch noch so einen Einsatz. Und dann kannst du auch Julien schneiden. Weißt du, so Stifte. Wen? Julien. Bam? Ja. Julien Bam? Julien Bam. Julien Bam, ich schneide dich direkt aus Frankreich. Ich mache dich in den Kopf klein, aber du Breakdancer. Julien, kannst Julien. Du schneiden. Oh, oui, oui. So, die Kartoffeln gebe ich dann hier rein. Ich finde die auch echt schön mit Schale. Ist gut, so, ne? Ja, oh. Das gibt so einfach so eine schöne Optik. Natur. Ja, und die jetzt mit Salz und Pfeffer vermischen. Da kommt noch Thymian drauf. Geh da los. Was denn? Aua, aua. Aua, aua. Wir sind wieder einsatzbereit. Sorry für den 5 bis 10 Minuten. Sorry für den Zwischenfall. Ich bin nicht ohnmächtig geworden, Stummi auch nicht, weil er sich teilweise. Wir saßen beide voneinander. Ich habe die Bilder wieder aus dem Kopf verdrängt. Jetzt reicht. Okay, aber unser Menü sieht wundervoll aus. Ich muss, glaube ich, noch die Kartoffeln nachholen, ne? Oh ja, stimmt. Die Kartoffeln mit Thymian, Salz und Pfeffer vermischen. Und dann kommt so ein richtig schöner Part. Oh, und Rosmarin natürlich, wollten wir auch dazu nehmen. So etwas Rosmarin. Den zupfen wir so mit rein. Oh, das riecht doch gleich perfekt gut. Und jetzt kann ich auch schon mal den Herd ausmachen. Und das habe ich jetzt gesehen, das sieht echt mega cool aus. Da musst du jetzt bitte aufpassen, dass du dich nicht verbrennst. Nämlich ich doch nie, was? Und dann die Kartoffeln so fächerförmig einfach hier drauf. Und das sieht dann am Ende schon ziemlich, ziemlich gut aus. Okay. Guck mal, die Kleinen, die schmeiße ich so unten rein. Das, die Arbeit mache ich mir nicht. Da kommt ja richtig viel raus. Das ist ja so eine Genugtuung. Rosmarin? Ja. Da reinzupfen? Yes. Einfach so nach Gefühl, so viel wie du möchtest. Also ordentlich jetzt aber jetzt mal ganz schön. Ich hoffe, ich habe die richtige Menge an Kartoffeln. Wenn ich glaube, ich sehe dir. Wow, wow, wow. Das sieht wundervoll aus. Das ist so ein Rezept, finde ich, wenn du das mit zur Mama bringst. Da ist die Mama begeistert. Bist du sicher? Ja, oder? Mhm. Sieht sie, Mensch, da hat sie sich Mühe gegeben und die Kartoffeln, jede einzelne, hier angereiht. Bitte, bitte verbrenn dich nicht. Was ist denn los jetzt? Einmal einen Fehler gemacht, das ist jetzt eine kleine Fleischwunde. Okay. Kurz zusammengenäht. Ach, so vielleicht. Finden wir raus. Nein, Quatsch. Das dann jetzt nur darüber. Mhm. Von außen nach innen. Mhm. Hast du runtergedreht? Ja, ich hab's ausgemacht.
damit es nicht blubbert und wir uns nicht verbrennen. Ich schaffe das schon. Ich lege jetzt so die kleinen Anfangs- und Endstücke hier unten noch, doch noch rein, dass die verschwunden sind und ich sie eben einfach mitverarbeite und optisch halt auch, dass ich die kleinen jetzt nicht oben drauf liegen habe. Was hattest du in der Schule, tatsächlich, das wollte ich echt mal fragen, so als Kurse? Oberstufe oder generell? Ja, Oberstufe. Ich hatte Leistungskurse, Deutsch und Englisch und Grundkurse hatte ich. Darf ich noch bei dir reinschmeißen? Einfach so. Mir reicht jetzt. Das ist einfach da so das Ende von der Kartoffel Leer. Reingetan. Das stört mich jetzt. Leer. Ich hatte Deutsch, Englisch, Leistungskurse und Geschichte und Mathe, Grundkurse. Also klassisches Kartoffel-Abi, sage ich Boah, immer. Boah, Geschichte. Ich habe Geschichte gehasst. Ja, wir hatten halt den besten Lehrer der Schule, der war der Geschichtslehrer. Deswegen wollten das alle machen und der war halt richtig cool. Unser Geschichtslehrer war auch mega cool. Das war echt so auch einer meiner Lieblingslehrer. Aber ich konnte mich mit der Geschichte nicht anfreunden. Ich dachte, ich lerne da halt was und dann hatte ich meine einzige 5-6 in der Schullaufbahn. Echt? Mhm. Ich kann Geschichte nicht. Das sieht voll schön aus. Ja, aber deine Kartoffeln, du hast noch Kartoffeln übrig. Ich habe übel viele Kartoffeln. Wie kriege ich die denn jetzt da vernünftig reingelegt? Ich war hier schon außen irgendwie so ein bisschen unterwegs. Hier, weißt du, so, dann hättest du hier noch mehr über, weißt du, so über Fächern. Verbrenn dich nicht. Tu dir nicht weh in dem Bier. Ich kann meine Hände in Fritteuse stecken. Hast du Oberhände? Ja, ich habe Oberhände. Ah, Golds. Die hat mega viele Kartoffeln. Wir hatten gleich viele. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast mir viel mehr gegeben, um mich zu verunsichern. Und jetzt bin ich unsicher. Gar nicht. Da ist auch noch ein Stück Finger mit drin. Entschuldigung. Sollen wir die in eine Auflaufform machen? Können wir machen. So? Okay. Guck mal, ich habe bei mir noch ein bisschen Rosmarin drauf. Einfach wegen der Optik, wegen des Geschmacks. Und dann wird die Kartoffelschicht mit Butter bestrichen. Mit flüssiger. Für den Geschmack. Und dann darf das auch schon in den Backofen, wirklich bei schön niedriger Temperatur. Dann wird das Fleisch schön zart, die Kartoffeln werden weich. Und wir können in der Zwischenzeit was backen. Das finde ich gut. Finde ich auch gut. Und dann haben wir später ein richtig leckeres Mittagessen, Abendessen. Was auch immer, ein Essen, Hauptgericht. Und auf jeden Fall mit Deckel kochen. Deswegen habe ich auch hier den Gusseisentopf gewählt. Ansonsten, wenn ihr einen Gusseisentopf nicht habt, könnt ihr auch eine Auflaufform nehmen und vorher natürlich das Gericht im Topf kochen, dann umfüllen. Aber ihr solltet es auf jeden Fall abdecken, damit einfach das Ganze geschmort wird, nicht trocken wird und wirklich schön durchziehen kann. Ich finde, wir haben gut gekocht. Ja, ich auch. Also ich freue mich tatsächlich drauf, wenn es fertig ist, muss ich sagen. Ja. Wie lange muss in den Ofen? Oh, ich würde schon sagen, schon eine Stunde. Schon ein Stündchen, okay. Mhm. Schön langsam. Ja, hast du leer gemacht? Mhm. Perfekt. Dann ab in den Ofen. Boah, hat's einfach so durchs Gesicht gelatscht. Okay. Mhm. Wow. Wow. Ähnlich. Sieht gut aus. Ja. Doch. Oder? Ist ein Leckobert. Ist echt Leckobert. Ne, langsam kommt der Leckobert hier rein. Langsam. Kommt das gemeinsame Kochbuch, die Leckoberts. Durchrühren oder anschneiden? Oh nee, oder? Ich würde es, glaube ich, einfach so schön rausschöpfen. Okay. Boah. Sieht schon gut aus. Puh, das riecht so lecker. Das riecht so lecker. Mm. Boah. Ich hatte ja immer, ich habe, glaube ich, tatsächlich mit dir jetzt das erste Mal Lamm zubereitet. Habe ich noch nie gemacht, nee. Ich liebe Lamm. Immer Fürsts. Du hast total wenig reingetan. Ich habe jetzt so 8 Löffel darauf geschaut und war so, oh, das riecht so gut. Mit dem Hintergrund, ich muss noch Bilder machen. Ja, ist gut. Darf ich bei dir probieren? Mhm. Und eigentlich muss es ja gleich schmecken. Ja, also sonst. Jetzt nicht verbrennen. Ich
hoffe, es ist zart. Noch so warm? Ich puste jetzt erstmal 10 Minuten, also ich kann noch kurz aus dem Bild. Nur noch 140 Grad. Wow, ist voll zart. Magst du auch probieren, Samira? Ja. Ja? Warte, ich nehme einen Löffel. Ich finde, mit Löffel ist schon gut, weil unten die Soße ist schon noch so suppig. Das mag ich. Ich auch. Also sehr, ich finde, es muss nicht immer, ja, muss nicht immer so gebunden sein alles. Und dann kann man schön noch Brot reintunken. Bei mir fehlt ein Ticken Salz, aber ansonsten. Ich hab's gesalzen. Ja, siehst du, ich hab's nicht gesalzen. Voll gut. Also ich bin echt ein Mega Fan. Lecker. Das ist wirklich sehr lecker. Ich find's super. Super lecker. Was bitte? Er hat viel Blut verloren. Ich hab viel Blut verloren, ich kann nicht mehr reden. Eigentlich hat er hier hinten dran so ein Stativ. Ich hab gar kein Blut Stativ. Verloren, ehrlich gesagt. Das war nicht so viel. Doch, war schon. Nein. War schon tief geschnitten. Ne? Ich finde es auch mega lecker. Ja, und ich fand es auch cool, hier so Partner-Cooking zu machen. Ach, so ja. Richtig parallel, echt schön. Ja. Solltest du öfters machen. Ja, also probiert das Rezept gerne mal aus. Ich hoffe, Murat kocht auch mal mit mir. Der kocht nie mit mir. Ich überrede den schon noch. Aber ich bin doch ein angenehmer Kochpartner, oder? Ja, auch sehr guter Lehrer. Oh. Ich würde es nachkochen. Ja, ich auch noch mal. Ihr findet das Rezept in meiner App oder auf dem Blog auf sallys-blog.de oder in der Sallys Welt App. Probiert's gerne mal aus. Danke, Sturmi, dass du da bist die komplette Woche. Wir haben echt sehr viel Spaß zusammen. Eine schöne Zeit.